Jo, moin moin zusammen. Ja, Hallöchen, liebe Freunde. Hier ist wieder eure Waldsau und die Klatze. Ach nee, der Matze. Ja. Und der Waldi, der quasselt wieder dazwischen. Aber so kennen wir ihn. Ja, du weißt ja, wie der Waldi ist. Ja, liebe Freunde, nur mal so eine kleine Info nebenbei. Ich mache euch jetzt, ja, so gesehen, das Bild für unser Video, während ich und Matze uns ein bisschen unterhalten, euch ein bisschen verarschen, euch ein bisschen hochnehmen. Ja, und ja, lasst euch einfach überraschen. Hin und wieder werde ich euch ein paar Sachen sagen dazu. Ja, und dann legen wir los. Na, Matze? So schaut es natürlich aus. Ja, Matze, wir haben uns ja gestern lange genug unterhalten, obwohl du ja eigentlich bei Zeiten ins Bett wolltest. Das hat sich ja natürlich erledigt. Ja, was willst du machen, ne? Die Planung muss ja weitergehen. Geht den Menschen wie den Leuten. Ja, aber, ne? Du bist es ja gewohnt von mir. Ja, ich kenne dich lang genug. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Nee, Matze, was haben wir denn so geplant? Ja, ich würde mal sagen, du sprichst an. Ich war nämlich so ein Fregel, ich habe mir das gestern nicht aufgeschrieben. Also, Ja. na dann ist ja gut. Erzähl mal, was ich quaddel einfach dazwischen. Du quasselst einfach dazwischen, na dann mach das mal. Genau. Ja, und zwar haben wir uns ein bisschen überlegt, was wir denn jetzt so in der nächsten Zeit machen wollen. Und da, ja, sind wir eigentlich so ein bisschen auf das Thema gekommen, dass wir wie vorher auch natürlich wieder YouTube-Videos machen. Ja. Ja, welchen Bereich wollten wir eigentlich machen? Wir wollten, na, sag schon. Hilf mir mal. Ja. Wir wollten ein bisschen Minecraft wieder machen, was aber noch ein bisschen dauern wird, weil, ja, ihr kennt ja den Waldi. Der kann es immer wieder nicht lassen. Nee, Gutes. auf alle Fälle. Was? Ich wollte bloß sagen, gute Sachen brauchen Zeit. Richtig, brauchen sehr, sehr viel Zeit. Nee, und ja, auf alle Fälle machen wir jetzt wieder ein bisschen mehr an Tutorial-Videos. Denn ja, ich habe das jetzt in der letzten Zeit alles ein bisschen schleifen lassen, weil ich auch ein bisschen Probleme mit meinem Laptop hatte. Wie Matze weiß, weil wir wollten eigentlich schon längst das Video gedreht haben. Deswegen machen wir das heute zu Silvester. Ja, natürlich haben wir ein bisschen über Server uns unterhalten, was wir denn sonst noch so alles machen wollen. Ja, also Spieleserver werden wir auf alle Fälle erstmal nur Minecraft machen dann nächstes Jahr. Weil, ja, für mehr haben wir einfach erstmal nicht die Ressourcen und auch nicht die Zeit und auch nicht die Lust. Nein, Lust haben wir schon, aber nicht die Zeit. Ja, und auf alle Fälle müssen wir dann mal sehen, wie wir uns das alles so ein bisschen zurechtbasteln. Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen Eventplanung betrieben, Matze, nicht? Genau. Und da wollen wir doch mal gucken, was wir da so an Events planen. Auf alle Fälle werden es mehrere sein. Ja, ich muss Ja, von sagen, mein. es sind schon schöne dabei rausgekommen. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Also, ne, was wir uns so ausgedacht haben, das ist schon jede Menge Arbeit, die wir da haben. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch irgendwie hin, oder? Was meinst du? Auch das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich meine, ein bisschen gemein jetzt gegenüber, dass wir nur deinen Bildschirm sehen. Weil ich ja hier schon an einen kleinen Tipp bastel, was wir ja gestern besprochen Ach. haben. Ich glaube, die werden Wir sich haben jetzt ärgern. Aber. irgendwas, wir haben was besprochen. Oha. Davon weiß ich gar nichts mehr. Ja, ist lange her, ne? Naja, sind jetzt 12 Stunden, In der Zeit kann viel passieren. ne? Ja, richtig. Nee, also da denke ich doch mal,
das wird eine sehr, sehr große Überraschung werden. Ah, das denke ich mal auch. Ja, was wir auf alle Fälle, also beziehungsweise was ich machen werde, ich werde euch daran teilhaben lassen, wie ich die Webseite beziehungsweise das Design erstelle für uns. Ich denke mal, da seid ihr auch ein bisschen heiß drauf. Ich werde euch aber nicht alles zeigen. Ich werde euch das Grundgerüst zeigen. Und dann werde ich euch natürlich noch ein paar kleine Überraschungen einbauen. Ja, was werden wir sonst noch machen? Wir werden natürlich auch die gewünschten PHP-Tutorials für euch machen. Weil da habt ihr ja auch so ein bisschen Lust zu gehabt, wie ich so in euren Kommentaren gelesen habe. Ja, und da werden wir mal schauen, was wir da draus machen. Oder Matze, was meinst du? Ja, das kriegen wir schon hin. Du bist so gemein, ey. Du arbeitest gerade an irgendwas und ich weiß nicht, was es ist. Ja, nicht nur du. Irgendwas hast du doch, führst du doch wieder am Schilde. Ja, das Schöne ist, du wirst es zum Schluss sehen. Oha. Seht ihr, Leute, deswegen arbeite ich mit Matze so gern zusammen. Der verarscht einen von vorn bis hinten. Erst macht der eine auf was neugierig und dann kriegt man es noch nicht mal zu sehen, wenn er daran arbeitet. Und er kann es mir noch nicht mal schreiben, weil sonst könntet ihr das ja lesen. So schaut das Das wollen aus. wir ja nicht. Ich würde sagen, Das wollen wir ja nicht. wir halten das noch im Geheimen. Ja, das auf alle Fälle, ne? Die Leute werden es denn auch irgendwann, denke ich mir mal, sehen oder hören. Ja, das war auf alle Fälle, ne? Aber jetzt ist erstmal Psst. Ja, was haben wir denn sonst noch so an Spielchen für euch in Planung? Also soweit ich noch weiß von gestern Abend, war ein großes Gespräch Live for Speed, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das hast du richtig in Erinnerung. Ah, siehst du. Also ganz so doof bin ich doch noch nicht. Nö, geht zwar langsam drauf zu, aber. Ja, das bekommen wir schon irgendwie hin. Ja, Matze, ich weiß nicht, hast du noch rein zufällig irgendwelche Ideen für Bilder, die wir in diesen Screen mit reinmachen? Ja. Weil, also ich habe jetzt von Call of Duty ein Bild drin, ich habe aus Minecraft ein Foto von meiner Farm habe ich schon drin. Ich bin jetzt gerade beim TeamSpeak-Logo, das reinzumachen. Ich weiß nicht, fällt dir noch irgendwas ein, was wir reinnehmen können, weil sonst sieht das Bild so ein bisschen leer aus. Ja, ich denke mir mal, da wird noch mir noch irgendwas einfallen. Jetzt gerade vielleicht auf den Punkt, wo du gefragt hast, nicht. Aber ich denke mir mal, im Laufe der Zeit, ich überlege mir mal was. Ja, des Weiteren möchte ich nochmal für euch anmerken, einige Bilder, die ich hier gerade aus dem Internet ziehe, die stehen natürlich unter Copyright des jeweiligen Erstellers, denn wir wollen ja hier keinen Diebstahl oder so machen. Ne, also immer dran denken, wenn ihr irgendwelche Bilder verwendet, bitte immer erwähnen in Videos, dass diese Bilder dem Urheber gehören und nicht eure eigenen sind. Das Minecraft-Bild von meiner Farm, das ist natürlich mein Copyright, aber das ist ja eine andere Geschichte. Damit kann ich einstellen, was ich möchte. Ja, Matze, jetzt erzähl mir was. Was wollen wir noch für ein Bildchen reinmachen? Mensch, du überrumpelst mich auch immer hier.
Ja, was soll ich denn machen? Mir fällt halt leider gerade nichts anderes ein. Ja, das ist mir schon bewusst. Lassen Sie mich mal kurz schauen. Bildchen. Bildchen. Eine Idee habe ich jetzt gerade, das mache ich jetzt mal eben, da wir ja auch PHP wieder, beziehungsweise da wir ja dann PHP mit reingehen, mache ich jetzt mal ein Bild von unserer Template-Klasse und werde mal gucken, dass ich das irgendwie eingebastelt kriege da in unser Bildchen. Na klar. Ich weiß bloß noch nicht, wie es aussehen wird. Ja, und für euch Zuschauer, damit ihr auch wisst, in welcher Größe das Bild entsteht, was ich gerade hier bearbeite, das ist 1680 mal 1050. Aus dem einfachen Grunde, weil das meine Display-Auflösung ist. Und ja, es wäre, glaube ich, ein bisschen blöd, die Bilder, das Bild größer zu machen, wenn das Video auch bloß in dieser Größe aufgenommen wird. Das hätte ja keinen Sinn, das wäre blödsinnig. Na, also deswegen seid euch gesagt, also wenn ihr Videos dreht, am besten immer, wenn ihr Bilder dazu verwendet, in der Größe, die auch eurer Aufnahme entspricht. Ja, wenn ihr euch fragt, wie ich diese Bilder in einer gewissen, beziehungsweise wie ich die skaliere, sodass alle Seiten sich gleich verändern, haltet einfach die Shift-Taste beim Transformieren gedrückt und wenn ihr dann zieht, verändert sich die Größe genauso, wie sie sein soll. Natürlich nur in der unteren Ecke. So. Jetzt werden wir mal gucken, wie das aussieht. Es sieht natürlich ein bisschen blöd aus, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist nicht weiter wild. Denn wir entfernen das Bild einfach wieder und machen es noch mal. So, neue Ebene. Fügen wir das Bild wieder ein. Die Größe können wir lassen. Jetzt müssen wir es einfach nur noch zurechtschneiden. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich nur die Klasse nutze, das hat damit zu tun, da da ein anderes Copyright von mir drin ist und das möchte ich euch noch nicht zeigen, denn dafür ist es noch zu früh. So. Gucken wir mal, kriegen wir das hier irgendwie auf eine gewisse Größe? Das sieht doch schon mal perfekt aus. So, dann machen wir hier noch ein bisschen vom schwarzen Hintergrund weg. Natürlich sollten wir auch die Auswahl entfernen. Ansonsten ist das alles ein bisschen blöd. So. Jetzt werden wir das Bild noch ein kleines bisschen verzerren. Damit es natürlich ein bisschen stylischer aussieht. So. Also fügen wir den schwarzen Hintergrund wieder ein. Und so haben wir schon mal etwas drin. Ich weiß, das Bild, das ist jetzt nicht so berauschend, da wir uns ja auch ein bisschen beeilen müssen. Denn wir wollen ja nicht allzu lange aufnehmen. Wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche bei mir hört, lasst euch einfach nicht stören. Das gehört einfach dazu, weil ich bin auch nicht zu Hause. Ich bin gerade zu Besuch bei meinem Papa. Deswegen lasst euch davon nicht abhalten. Ja, Matze. Du machst mir das heute richtig schwer, weißt du das? Ich weiß das. Du kennst mich doch. Oder redet der Matze heute nicht mehr mit mir? Ach, doch, doch, ich rede noch mit dir. Oh,
Ja, da meckert gerade mein Windows, dass mein Arbeitsspeicher voll ist. Das ist natürlich praktisch. Das ist ja sehr berauschend. Ja, nicht wirklich. Ja, Matze, was nehmen wir denn noch als Bild? Ich habe echt keine Ideen mehr. Was hast du denn jetzt alles drin? Also, ich habe drin einmal Minecraft, einmal Call of Duty, einmal PHP und einmal ein TeamSpeak-Logo. Dann mach doch einfach noch von dem, wie hieß denn das Rennspiel da? Von dem was? Von dem komischen Rennspiel, wie hieß denn das? Ah, ja, das ist eine gute Idee. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwelche Bilder zu finden. Aber denke ich mal schon. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Bild gleich mit Auto drauf und ein bisschen Schrift dazu. Dann Genau. weiß auch gleich jeder, was es ist. Genau. So. Speichern runter. 20. Das ist jetzt 15. So, dann fügen wir das Bild natürlich auch noch hinzu. So. Dieses Bild duplizieren wir natürlich wieder auf unseren Infoscreen. Ist zwar ein bisschen klein, aber passt genau oben in die Ecke. So, den Schriftzug, den entfernen wir noch. Den möchten wir nicht drin haben. So. Das kommt nämlich auch von der Größe ganz gut hin. Ja, und jetzt werden wir uns hier noch einen kleinen Schriftzug reinsetzen. Ich weiß zwar noch nicht, was für einen, aber ich denke mal, ihr könnt es euch schon denken. Nämlich social-gaming-community. Und das Ganze mit 2015. So, dann werden wir jetzt noch ein bisschen die Schriftgröße verändern. Und schauen einfach mal, was wir für eine Schriftart nehmen. Vorausgesetzt, mein Photoshop spielt mit. Ich habe natürlich auch schon eine Idee, was wir da nehmen. Aber die Sache ist immer die, wer suche, der finde. Wir nehmen nämlich den Brush Script Standard Medium. Der passt auch ganz gut hier rein in das Video. So, jetzt werden wir das Bildchen noch ein bisschen verschieben, unseren Text, und werden ihn nochmal drehen. Und machen uns diesen hier an die Seite. Und schauen wir, dass wir ihn noch ein bisschen größer bekommen. So, dass es natürlich auch etwas ansehnlich aussieht. Alles auf eine Höhe. So, jetzt werden wir uns noch einen kleinen schönen Hintergrund basteln, denn dieser schwarze, der gefällt uns nicht, den wollen wir nicht haben. Also schauen wir einfach mal durch, was wir so im Angebot haben. Ich denke mal, ein paar Sachen werden schon dabei sein, die wir nutzen können. Ja, natürlich kleine Pflanze. So seht ihr natürlich auch gleich, wie ich Hintergründe für uns erstelle. Also ich muss sagen, ich bin gespannt auf dein Bild. Du wirst es nicht glauben, ich bin auch gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, da haben wir eine Textur gefunden, nämlich Textur 30. So. Du weißt, wie das bei mir ist. Es ist immer ein Haufen Fummelarbeit bei mir. Denn ich habe ja nichts Besseres zu tun. So.
einmal nach hinten schön an der Kante aus. Gesetzt, das werden wir ein bisschen vergrößern noch. So, da haben wir schon mal Schritt 1 vom Hintergrund. Aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein. Wir schauen nämlich noch weiter, weil ein Bild passt nicht, das gehört nicht, gehört sich nicht so. Also schauen wir, was wir da nehmen können. Das sieht doch ganz nett aus, Textur 45. Das suchen wir raus. Fügen wir wieder ein, wie immer. Die anderen Bilder können wir schon mal schließen. So, dieses werden wir jetzt ebenfalls duplizieren in unser Infoscreen, beziehungsweise in unser Bild. Ja, Matze, du bist heute so ganz schweigsam. Ja, ganz schweigsam. Wir nennen es mal konzentriert. Oha. Konzentriert willst du das nennen? Na dann. Ja, so nennen wir das jetzt gerade mal. Na dann bin ich ja ganz beruhigt. Aber ich lausche dir auch leise, wie du das alles erklären tust. Ich hab's zwar gerade selber nicht vor Augen. Was kannst du das nicht? Gesagt, ich habe das zwar gerade nicht selbst vor Augen, was du da machst, aber es wird schon. Ja, jetzt wirst du dann gleich sehen, was ich hier Feines fabriziert habe. Auch wenn es beschissen aussieht, wie ich zugeben muss. Nisse, ich habe gerade so wenig geredet, dass mich sogar die Stimme verlassen hat. Oh, Heiner, du machst da Sachen. Ja, so gefällt mir das. So ist das doch schon mal ein schönes, ansehnliches Bild. Aber das reicht mir noch nicht. Wir brauchen noch eine Textur. Ein paar habe ich ja noch in petto. Ja, was nehmen wir da? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Am besten trinken wir ein Bier. Das ist doch mal eine schöne Textur. Textur 55. Die nehmen wir mal rein. Und dann schauen wir uns einfach mal das Ergebnis an, was da rauskommt. So. Natürlich duplizieren wir diese wieder in unser Infovideo. Und schieben es über die anderen Ebenen. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Das ist natürlich ziemlich groß. Nicht nur ziemlich groß, extrem groß. Ja, Matze, wie du siehst oder hörst, es ist nicht immer alles so einfach, wie es aussieht. Ja, so ist es aber immer. Ja, das ist richtig. Und ich bin ja echt mal gespannt, was unsere Freunde dann dazu sagen werden. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß noch nicht mal, wie lange wir jetzt schon am Aufnehmen sind. Ja, ich könnte ja mal kurz für dich gucken. Ja, das wäre natürlich nicht verkehrt. Also, wir sind so kurz vor 25 Minuten. Oha, dann ist es ja doch länger, als wie ich eigentlich geplant hatte, nicht? So. Ah, die Mischung, die passt noch nicht so ganz, wie ich sie haben wollte. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also schauen wir nochmal hier.
Ja, das sieht doch ganz brauchbar aus. So, jetzt werden wir hier noch einige Effekte hinzufügen, zum Beispiel bei unserer Schriftart, weil so können wir sie ja nicht lesen. Also, was machen wir? Ich schau mal, wie das aussieht. Mit einem Schlagschatten. Ja, das sieht schon ganz gut aus, aber der Abstand gefällt mir noch nicht. Ja, so hat das doch schon mal ein bisschen was. Vielleicht noch eine kleine Kontur. Natürlich wollen wir diese nicht innen, sondern außen. Und jetzt machen wir noch eine Überlagerung rein. Den Text blenden wir erstmal aus. Und schauen mal. Na, nehmen wir eine Farbe. Wir nehmen einfach mal eine Verlaufüberlagerung. Und wie ich gerade sehe, ich habe noch nicht mal alle Stile geladen. Das ist ja nicht so praktisch. Dann nehmen wir halt doch eine Farbüberlagerung. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den Glanz können wir natürlich auch noch ein bisschen anpassen, den wir hier mit reinsetzen. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, was hier sonst so Schönes passiert. Das sieht schon mal gut aus. Ja, vielleicht noch einen kleinen Schein nach innen. Vielleicht in so einem kleinen Gelbton. Das sieht doch ganz in Ordnung aus. So, jetzt werden wir die Deckkraft von den anderen Bildern noch ein bisschen runterdrehen. Oder wir lassen sie einfach so. Ja. So, das war es dann auch mit unserem Hintergrund. Und ja, wie gesagt, wir werden auf alle Fälle demnächst noch ein paar mehr Videos machen und online stellen. Aber Und mit ja, sicherlich. ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, ne? Ja, und ich würde sagen, ich wünsche euch auf alle Fälle einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Ich verabschiede mich aus dem Jahr 2015 mit unserem letzten Video für dieses Jahr. Und nächstes Jahr legen wir dann richtig los und dann kommen wir auch mit Webseite und allem drum und dran. Und dann sind wir wieder vollkommen für euch da. Ja, Matze, hast du noch abschließende Worte hinzuzufügen? Nö, also ich schließe mich dich an. Von den dich an. Nö, ich wünsche den Leuten auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, Matze, aber einschließen sollst du mich nicht. Das ist nicht gut. Soll. Weil wenn du mich ankettest, dann muss ich ja nur noch Videos drehen. Das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Ja, doch, aber ich glaube, den Leuten wird es gefallen. Ja, das glaube ich auch. Gut, liebe Freunde. Ja, das war's aus 2015. Ich sag tschö, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.